Laura Sachs-Lehner hat im Fernsehen über Klimaschutz gesprochen und so viel Blödsinn erzählt, dass wir leider nur auf ein paar Punkte eingehen können. Der Staat eben sich auch wirklich an seine eigene Verfassung hält. Es ist natürlich das Thema Klima- und Umweltschutz ein wichtiges Thema. Wirklich? Aber aus politischer Perspektive kann man nicht nur eine Ist-Zustand-Analyse anhand von Zahlen hernehmen und daraus abgeleitet politische Maßnahmen treffen. Es geht nicht einfach nur um eine Ist-Zustand-Analyse. Es geht um unsere Zukunft. Es geht um wissenschaftliche Berechnungen, die uns klar sagen, dass wir in eine Klimakatastrophe hineinschlittern, wenn wir das Ruder nicht herumreißen. Als Politik ist man gefordert, mehrere Perspektiven einzunehmen. Wessen Perspektiven sie da genau meint, kommt noch, wartet kurz. Können nicht politische Maßnahmen fällen, die am Ende des Tages zum Beispiel zu sozialen Verwerfungen führen. Mit einer klugen Klimapolitik, die die Bevölkerung mit einbezieht und eine bessere Zukunft aufzeigt, kommt es nicht zu sozialen Verwerfungen. Mit einer Kriminalisierung der Klimabewegung und einer Eskalation der Klimakrise allerdings schon. Die am Ende des Tages unseren Wohlstand gefährden. Die Klimakrise gefährdet jetzt schon unseren Wohlstand. In den nächsten 25 Jahren werden uns die Auswirkungen 9 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Mal abgesehen von den Strafzahlungen ebenfalls in Milliardenhöhe, die wir zahlen müssen, weil wir unsere eigenen Klimaziele nicht einhalten. Und da lasse ich mich weder von Klimaklebern dazu zwingen, noch erwarte ich mir, dass man dann Politik versucht, über die Klimakrise zu machen. So sehr. Wieso muss unsere Politik eigentlich zum Handeln in der Klimakrise gezwungen werden? Wo bleibt das versprochene Klimaschutzgesetz? Niemand hat was gegen ein vernünftiges Klimaschutzgesetz. Okay. Das Problem ist, dass wir als Volkspartei einfach nicht dafür zu haben sind, wenn man versucht, radikale Maßnahmen, die zum Beispiel zulasten der Wirtschaft und der Industrie gehen, in ein Klimaschutzgesetz zu gießen. Und da haben wir diese mehreren Perspektiven, die die liebe Volkspartei in ihrer Klimapolitik einnehmen will. Die Perspektiven der Wirtschaft und der Industrie. Es sind aber gerade die Großkonzerne, die den CO2-Ausstoß so hochhalten. Ein vernünftiges Klimaschutzgesetz muss unbedingt in diesen Bereichen radikale Maßnahmen beinhalten. Anders geht es nicht. Da hat es einfach mit den Grünen bis dato noch keine Einigung gegeben, weil offensichtlich manche Kräfte dort nicht bereit sind, sich von ihren ideologischen Scheuklappen zu lösen. Bei der verfehlten Klimapolitik der Regierung scheitert es definitiv nicht an den ideologischen Scheuklappen der Grünen, es scheitert am Willen der ÖVP.